Miau. Ach, es ist so schön. Ich freue mich immer wie Sau, wenn ich hier bin. Wir sind im Südpol. Ja, ihr habt es gestern im Part in der Videosequenz gesehen. Zero Fucks Were Given. So kennen wir ja Lara. Ich finde das Outfit sehr, sehr cool. Ich mochte ja ihr Schnee- und Eis-Outfit in Tomb Raider 2 persönlich noch ein bisschen lieber. Aber das hier finde ich auch... Es ist halt einfach was anderes. Also ich habe mich ja generell immer sehr gefreut, wenn ein neuer Spielabschnitt kam und Lara ein neues Outfit anlegt. Und das hier fand ich schon sehr cool, vor allem, weil sie endlich tatsächlich mal was Warmes anhat, ja. Nicht so wie in Tomb Raider 1. Aber da sieht man auch schön hier ihr wunderschönes Dekolleté. Wenn das schneit, das liebe ich so sehr daran. Ich fühle mich jetzt schon wieder wie Weihnachten. Deswegen wollte ich auch unbedingt aufnehmen. Ich hatte nicht große Lust auf die Londoner Level. Aber ich wollte unbedingt endlich in mein Lieblingslevel kommen, die Antarktis. Ja, da unten finden wir Munition, die hole ich aber nicht. Das Wasser hier ist ein bisschen tricky. Es ist nämlich höllisch realistisch, was Tomb Raider jetzt nicht immer ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Denn wir haben hier eine Kälteanzeige, wenn wir in diesem Wasser sind. Und die geht sehr schnell nach unten. Die ist wirklich ganz schnell aufgebraucht und dann geht danach unsere Energieanzeige genauso schnell den Bach hinab, sagen wir es mal so. Ja. Und wir müssen in diesem Level hin und wieder auch ins Wasser. Und die paar Mal, in denen wir das müssen, genügen mir auch. So. Ich kann es euch jetzt ja mal zeigen. Links seht ihr sie. Ist gar nicht mehr so schnell, wie ich in Erinnerung hatte. Okay, vielleicht hole ich mir doch die Munition. Just for the lulz. Obwohl ich jetzt hier schon bin. Na, ist egal. Ja, wir müssen nämlich auch für ein Secret... ins Wasser, aber seht ihr, es ist schon tief und ich... Ha! Die Sache ist ganz einfach, dass wir dann wieder bis hier vorne hinschwimmen müssen, um dann wieder rauszukommen. Nee, ich mach's nicht. Ich sage euch eh schon mal, dass ich hier in der Antarktis nur die Pistolen benutzen werde. Verspreche ich euch. In den nächsten Leveln aber nicht. Da nehme ich mir das vornehme Recht heraus, geile Waffen zu benutzen, denn... Die Gegner, die uns da erwarten, sind richtig badass. Also das kann man schon mal so sagen, finde ich. Hier oben ist das schon das erste Secret. Ich überlege gerade... Ja, das hier, da seht ihr schon mal einen kleinen Einblick ins erste Secret. Dauert aber noch, bis wir da sind. Und ich glaube, dass das hier eventuell, wenn wir Pech haben, sogar das letzte Secret ist. Es gibt insgesamt 3 Stück und für 1 ist auch ein bisschen Backtracking angesagt. Kurzes Update. Invaderstone, Element 115, The Eye of Isis und den Aura Dagger. Das sind jetzt alles schon die wunderschönen Meteoritensplitter, die wir haben. Ja, finales Kapitel des Spiels. Und ein wunderschönes noch dazu. Es tut mir leid, dass ich hier jetzt nicht... Nö, eigentlich tut es mir nicht leid. Wenn es euch stört, dass ich hier gerade nicht so schnell vorangehe, ist es mir egal. Ich liebe das Level einfach und will es gerade ein bisschen genießen, hier in den Schneeflocken rumzulaufen. Für mich ist ja generell Tomb Raider 3, ich habe es schon ganz oft gesagt, ein riesengroßes, sehr wichtiges und sehr, sehr liebes Stück Kindheit. Und generell war es halt auch so, also gleichzeitig mit Tomb Raider 3 hatte ich zum Beispiel auch die Coca-Cola Eisbär Weihnachtsbettwäsche. Ich erinnere mich noch ganz genau daran. Und also diese Originalwerbung damals, die war ja auch einfach nur fantastisch, oder? Jetzt die heute gehen so, ich meine, ich glaube, ich mag die heute auch noch so ein bisschen, weil sie mich eben an früher erinnern. Aber an sich, ja, geht so. Geht so, ne? Aber das hier war schon echt... Scheiße. Wir müssen das hier jetzt sowieso... machen. Tatsächlich ist das hier eine Passage, die wir... im Wasser verbringen mussten. Gut, es hat geklappt. Aber ihr seht auch, sie geht sehr langsam erst wieder hoch. Deswegen warten wir kurz, weil wir müssen hier jetzt nochmal ins Wasser. Ja, es ist ein bisschen fies, aber ich finde es eigentlich okay, weil es halt einfach klar ist, dass man hier in der Antarktis, vor allem, weil sie jetzt ja auch noch diese Klamotten anhat. Also das ist ja schon wieder so ein bisschen Blödsinn. Eigentlich müsste sie die ja sofort ausziehen, was wahrscheinlich auch jedem Tomb Raider-Spieler nur sehr recht wäre, wenn sie das täte. Aber nein. Da hört's dann auf mit dem Realismus. Tut mir leid, Jungs. Und Mädels. Also Lara ist ja schon netter zu sehen. Ja, aber so ein bisschen. Das muss ja auch nicht zu realistisch sein. Immerhin, ich glaube, man sieht auch ihren Atem. Ja, das ist doch fantastisch.
Yeah. Ach, ich find's super. Ich liebe einfach diesen Abschnitt. Auch wenn mir die nächsten beiden Level immer eine Höllenangst einjagen. Die sind echt so schwer. Der Endgegner auch. Ich mache direkt die Ankündigung. Wenn ich zum Endgegner hin, nach den letzten beiden Leveln, noch geile Waffen übrig habe, dann werde ich die zur Hölle auch nochmal benutzen, ja. Also wenn ich irgendwas Besseres habe als die Pistolen, dann kommt auf jeden Fall die bessere Waffe zum Einsatz. Das ist... So, ich hoffe, ich kann hier runter. Das ist mal sowas von klar. So, dann haben wir ja außerdem ein Schiff. Finde ich auch gut. An sich mochte ich auch die Schiff-Level in Tomb Raider 2. An sich. Ich fand, sie waren halt ziemlich stressig und dunkel und angsteinflößend. Mit echt schweren Gegnern. Und halt sehr bedrückend, weil wir ja wirklich immer so im Schiffsinneren auch waren. Aber das jetzt finde ich ganz nice. Ich habe jetzt gerade assi Bock, Tomb Raider 2 nochmal zu spielen. Und zwar auch die Schneelevel. Ach, herrlich. Ach, ich finde es so schön. Es ist jetzt gerade, wenn ich jetzt noch Harry Potter 2 gleichzeitig als Projekt hätte, dann wäre ich jetzt sowas im Weihnachts-Kindheitsmodus. Dann hätte ich aber auch keinen Bock mehr für meine mündliche zu lernen. mein Plan ist... Das Schiff ist ganz schön laut, ne? Mein Plan ist, by the way... Ja! Kollege! Mein Plan ist übrigens auch... Boah, es ist so laut, ich muss mal gerade ein bisschen leiser machen. Wenn der Umzug dann vonstatten gegangen ist und wir direkt Internet haben, was an sich schon der Fall ist. Ich muss halt gucken, dass es dann auch wirklich so ist, ohne es jetzt zu versprechen und dann klappt irgendwas nicht. Aber dann muss ich ja erstmal Bewerbungen raushauen und so. Huch! Heißt aber auch, fürs Erste bin ich leider arbeitslos. Was natürlich scheiße ist. Also ich hätte sehr viel lieber direkt einen Job. Aber heißt auch, dass ich dann erstmal meinen Zeitvertreib auf jeden Fall mit ein paar Projekten bestreiten werde. Und es ist auf jeden Fall auch geplant, dass dann noch ein bisschen was dazukommt. Also ich habe ja zum Beispiel sehr, sehr viel Lust auf Harry Potter 2, wie ich es gerade schon angemerkt habe. Und wenn ich dazu die Möglichkeit habe, werde ich das dann auch direkt machen. Es muss auch so ein bisschen in die Weihnachtszeit. Ich finde, das Spiel muss dann schon laufen. Also das lasse ich nicht mit mir reden. ich muss aber auch mal schauen, denn ich muss parallel das 2013er Tomb Raider aufnehmen. Es kommt noch nicht als Projekt. Ich habe schon angefangen, es aufzunehmen, aber jetzt mit der ganzen Prüfung war ja gar keine Zeit für irgendwas. Aber ich will ja dann Rise of the Tomb Raider machen und sobald ich das genaue Release-Datum für den PC weiß, werde ich das 2013er Replay so timen, dass es genau fertig ist, wenn es das neue Spiel gibt. Damit wir das schön direkt im Anschluss nochmal gucken können. Das wird auch ein 100% Replay. Hat bisher auch echt schon gut geklappt. Und ja. Deswegen, es gibt dann echt viel zu tun, aber ich freue mich darauf. Ich freue mich wahnsinnig auf die Weihnachtszeit. Ich hatte ja keinen gescheiten Sommer und ich habe auch keinen Halloween, weil wir in Halloween umziehen. Sommer, ja, ist ärgerlich. Halloween finde ich aber richtig schade, aber dafür ist für Weihnachten dann ja echt alles erledigt. Uni fertig, Prüfungsstress vorbei, Umzug geschafft. Und dann freue ich mich einfach wahnsinnig, auch ein bisschen aufnehmen zu können und mal wieder ein bisschen zu entspannen. Das war echt ein Höllenjahr. Also brauche ich erstmal nicht nochmal so viel Stress. Aber ja, dann könnt ihr euch schon mal ein bisschen mehr auf Let's Plays freuen. Ich freue mich an sich auch. Ich könnte es mehr genießen, wenn es nur temporär wäre. Also es ist hoffentlich nur temporär, aber ich habe halt ganz einfach noch nichts in Aussicht. Ja, aber die Zeit bis dahin wird auf jeden Fall schön mit Let's Plays überbrückt. So, jetzt haben wir hier wieder aufgemacht. Ich finde mich in diesem Schiff nie so richtig zurecht. Wie kniest du denn? Ich wusste gar nicht, dass ihr sowas könnt. Oh, guck mal, er hat Munition für uns verloren. Ja, das ist so mein Plan. Arbeitslos sein und Let's Plays aufnehmen. Hoffentlich ist es mit der Arbeitslosigkeit nicht zu lange. Also die... Ne, hoffen wir einfach mal das Beste.
Aber so ist es halt nach der Uni. Ich kenne auch so viele Leute von mir. Also die einen haben schon relativ direkt einen Arbeitsplatz gefunden. Ey. Ich kenne aber auch viele, bei denen es dann schon so ein Jahr gedauert hat, ne? Das ist dann schon fies. Ach, ich finde die Ansicht so cool. Das ist einfach schön gemacht. Und das Schlauchboot ist sogar ziemlich cool. Also es ist gar nicht mal so schlecht zu lenken auch. Damit werden wir gleich mal ein bisschen Fun haben. Aber erstmal erledigen wir den frechen Kerl hier unten. Lara, die haben viel schickere Jacken als du, aber ich muss zugeben, dass dein Overall, nee, dein Body und deine Jacke farblich besser zusammenpassen. Aber ich finde, die haben schon sehr schicke Jäckchen an mit dem Boot. Ich freue mich schon so auf Weihnachtsmarkt. Ich bin schon so ein bisschen, ich glaube, ich habe einfach Bedürfnis nach Harmonie, Freude, Glühwein und was weiß ich was noch alles. Das ist gerade so ein bisschen, aber ich muss mich noch zusammenreißen. Eine Woche ist es noch, dann ist wenigstens die Uni geschafft. Auch wenn dann der Umzug noch bevorsteht. Was zwar auch stressig ist und so, aber es ist ja was Schönes. Die Prüfung ist jetzt ja nichts Tolles. Die ist ja eher sehr beängstigend. Aber der in Anführungszeichen Stress, der danach kommt, ist ja eigentlich nur positiv zu sehen. Ist eigentlich hier nichts. Gut, ich möchte mir gerne in dem ersten Part noch ein Secret holen. Und im zweiten holen wir dann schon das zweite Secret. Krass. So krass. Also wir sind jetzt nämlich hier oben auf Le Chief. Und auf dem Weg zum ersten Secret. Ach, ich finde es so schön, dass man hier drauf kann und dass hier Schneeflocken sind. Das macht mich gerade so glücklich, Leute. Deshalb wollte ich heute unbedingt nochmal aufnehmen. Ich habe zwar noch ultra viel zu tun, aber so, man macht ja zwischendurch doch Pause. Nur war es jetzt die letzten 2 Wochen einfach so, dass ich bei der Pause lieber nur Netflix angemacht habe vom Kopf aus. Und nur die Aussicht auf die Antarktis hat mich jetzt heute mal wieder zum Aufnehmen bewegt. Das hat mir auch gefehlt. Ist auch so schön gemacht hier mit der Eiswand, ne? Ja, Secret 1 ist im Kasten. Geil. Ja. Also, ich werde jetzt auf jeden Fall zuerst die Tomb Raider Parts aufnehmen für auf jeden Fall mal 2 Wochen. Also nicht alles jetzt am Stück, aber das ist so die erste Priorität. Danach wahrscheinlich Soma, auch wenn mir der Part, bei dem ich jetzt gerade bin, halt echt Angst einjagt. Also so viel Lust darauf habe ich gar nicht. Aber ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht, deswegen will ich das dann auf jeden Fall tun. Und danach Alien. Weil es halt einfach immer noch so ist, dass ich gerade mehr Need für Seelenstreichelei habe, als von einem bissigen Alien und echt Kack-Androiden verfolgt zu werden. Ja. Hätte man eigentlich schon hier aufs Schiff gekonnt? Ich glaube nicht. Aber ich könnte jetzt wieder runter. Alles mit dem Runterkommen ist aber eventuell wichtig, denn ich glaube tatsächlich, dass da in der Hütte das dritte Secret ist. Was scheiße ist. Weil die Hütte ganz am Level anfangen ist, offensichtlich. Naja, wir werden es schon überleben. Wir könnten jetzt, glaube ich, auch außen rum, aber wir können auch einfach hier lang. Wir haben jetzt dieses schöne gelbe Gummiboot hier runtergelassen. Und wenn wir schmuf sind, können wir da direkt reinspringen. Oder so. Hallo. Schiffsche Bootje. Okay, ach, ich hoffe, das klappt direkt. Speicher mal hier. Ich meine, ja, wir können kurz ins Wasser, ich weiß, aber es macht mir direkt immer wieder Stress. Ja, habe ich befürchtet. Hopp, rein, 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 rein. Guck mal, Croft steht da drauf. 2001 Croft. Ja, das gefällt mir jetzt nicht, denn das ist die Musik aus dem Südpol. Das passt hier nicht in die Antarktis. Da brauche ich jetzt keine Wildwassermusik. Für die schöne, gemütliche Schiffstour, die wir jetzt mit Lara machen können. Es lenkt sich aber gut und es ist halt hier von den Gewässern nicht gefährlich. Also wir können jetzt hier wirklich einfach entspannt ein bisschen mit dem Schlauchboot fahren. Ach, es macht so Spaß. Aber ich finde es einfach gerade so
wundervoll, hier wieder zu sein. Und hier machen wir schon einen Stopp und hier beginnen wir morgen den Part und holen uns Secret Nummer 2. Madness, es ist Madness. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr Antarktis gefällt euch genauso gut wie mir. Ich bin so glücklich gerade. Hinterlasst bitte unbedingt ein paar Kommis und seid morgen wieder mit dabei. Bis dann.